Die Marke Citybon macht seit Jahren mit einem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis auf sich aufmerksam und beweist, dass man für ein solides Produkt nicht zwangsweise immer viel Geld ausgeben muss. Was beim HD 880 sofort positiv auffällt, die Kabellänge von 3 Meter, die in dieser Preisklasse schon überdurchschnittlich ist. Auch mit den einseitig geführten Kabel hätte ich nicht gerechnet. Das spart Nerven, wenn man sich beim Abhören viel bewegt und sich jedes zusätzliche Kabel bemerkbar machen würde. Ansonsten kann man von der Verarbeitung kein Wunder erwarten. Elegant ist hier gar nichts und die drehbare Hörmuschel klappert wild in der Gegend herum. Doch die Basisfunktionalität stimmt. Der Bügel ist in der Größe verstellbar und gepolstert. Angenehm gepolstert und von den Abmessungen her großzügig fallen auch die ohrumschließenden Hörmuscheln aus. So kommt es, dass sich der HD 880 tatsächlich bequem anfühlt. Der Kopfhörer sitzt recht locker, für meinen Geschmack sogar eine Spur zu locker. Dennoch lässt sich mit den HD 880 angenehm abhören, wenn auch die Ohren unter den Kopfhörern nach einiger Zeit warm werden und man dann eine kleine Pause einlegen sollte. Der HD 880 bringt nur das nötigste Zubehör mit, in diesem Fall den für die Studioarbeit obligatorischen 6,3 mm Klinkenadapter. Dieser ist verschraubbar und gewährleistet festen Halt. Mein erster Gedanke, als mein Lieblingssong über den HD 880 erklang, wo kommen diese Bässe her? Ich bin ja durchaus empfänglich für ein kräftiges Fundament, diese Bassabbildung geht für mein Empfinden aber etwas zu weit. Vor allem der Hochton und obere Mittenbereich sind extrem zurückgenommen und verleihen den Kopfhörer einen dumpfen und bassigen Gesamtsound. Dazu kommt, dass aufgrund der schwachen Höhen Gesang und Soloinstrumente gefühlt immer zu weit hinten sind. Auch ist die Räumlichkeit nicht die Stärke des HD 880, alles klingt recht mittig und eindimensional. Zwar gewöhnt sich das Ohr nach einiger Zeit ein wenig an die fehlende Brillanz, der im beiliegenden Infoblatt vorgeschlagene Einsatz am E-Piano überzeugt mich aber leider nicht. Auch hier für einen natürlichen Klavierklang zu bassig und zu wenig Brillanz. Durchaus geeignet finde ich den HD 880 allerdings für Abhörzwecke im Studio als auch in Situationen, bei denen audiophiler Hörgenuss nicht im Vordergrund steht. Aufgrund der geschlossenen Bauweise dringt wenig Klang nach außen, eine gute Voraussetzung für eine Studioaufnahme. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Genauso wie in der letzten Woche, wo der Test und Check zum Sennheiser HD 551 war. Der kam ja richtig, richtig gut an. Und in diesem Video habe ich mir genauso viel Mühe gegeben, auch mit den Einsprechen. Habe, ich glaube, jede Stelle 10-mal gemacht, weil es 10 Millionen Absätze waren hier, damit das alles richtig klingt. Und mir macht es so eigentlich mehr Spaß, wenn ihr halt so ein paar Bilder im Hintergrund durchlaufen seht von der Verpackung. Und ich erzähle einfach da ein bisschen zu, suche mir ein paar Informationen raus und schreibe so ein paar Texte um, höre halt selber und schreibe dann meine eigene Meinung zu diesem Kopfhörer, was ihr auch gehört habt. Und ich würde mich über jede positive Bewertung freuen. Lasst ein Like da, abonniert mich und... ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Moin Moin!